irgendeine Ahnung, was das ist? Jetzt sagen Sie nicht Bohnen, ich weiß, dass das Bohnen sind. Was für Bohnen sind das? Sojabohnen sind das nämlich. Aus eigenem Anbau. Bio, ohne gentechnische Veränderung. Eine tolle Sache. Habe ich im letzten Jahr zum ersten Mal versucht. Und die muss man irgendwie verarbeiten. Und deswegen werden wir heute daraus Tofu machen. Hier, so sieht das aus. Die Ernte war, das Ding voll, auf 5-6 Quadratmeter. Etwas mehr, also Kilo, 1,1 Kilo. Und da werden wir heute Tofu draus machen. Und das ist eine ganz einfache Sache, habe ich mir sagen lassen. Das kann jeder in der Küche ganz leicht selber machen. Was wir dazu brauchen, einen starken Mixer, einen großen Topf, Schüsseln, Tücher. Dann brauchen wir eine Form, um den Tofu zu pressen. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Wir brauchen einen Stein, um die ganze Sache zu beschweren hier. Und wir brauchen Nigari, das ist irgendein Salz, was die Japaner aus dem Meer fischen, keine Ahnung. Soll aber auch mit Zitronensaft oder Essig gehen, hab ich noch nicht versucht. Kämen wir auf den Versuch an. So, der erste Schritt, den man machen muss, ist die Sojabohnen einweichen. Das sieht jetzt nach ziemlich viel aus, war aber gar nicht so viel, das waren 300 Gramm. Und das gibt einen großen Klumpen Tofu. Also die werden über Nacht eingeweicht, dann werden die gespült, das mache ich jetzt noch. Und dann geht's ans Tofu machen. Nebenprodukt ist natürlich auch Sojamilch, die man auch benutzen könnte. Erster Schritt zum eigenen Tofu. Die Bohnen, wie gesagt, waren nur 300 Gramm, die quellen mächtig auf, mindestens auf das Doppelte, eher Dreifache. Die müssen erstmal mit Wasser püriert werden. Und zwar pro 100 Gramm Bohnen gibt es 1 Liter Sojamilch. Ich nehme aber jetzt für 100 Gramm nur die Hälfte vom Wasser. Und dann wird das Ganze ganz fein püriert. Ein paar Sekunden reichen. Und schon haben wir pürierte Sojabohnen. Die kommen in den Topf. Damit haben wir also ungefähr 1,5 Liter Sojapüree. Bisschen nachspülen. Der nächste Schritt ist, die Sojamilch zu kochen. Und zwar 10 bis 15 Minuten. Da muss man sehr vorsichtig sein, weil die schäumt sehr schnell über. Also das ist wirklich kein Scherz. Milch ist gar nichts dagegen. Das schäumt wie bekloppt. Der Topf muss groß genug sein. Das dauert ja jetzt erstmal ein bisschen. Während das hier anfängt zu kochen, können wir uns schon mal um die Nigari-Lösung kümmern. Nigari, habe ich über Internet bestellt, ist nicht ganz preiswert, aber wie gesagt, soll auch mit anderen Materialien gehen. Pro 100 Gramm Bohnen ein Teelöffelchen in Wasser auflösen. Eins, ich habe 300 Gramm, nehmen wir zwei, drei und noch ein bisschen zur Sicherheit. Das wird aufgelöst. Zwischendurch das Rühren nicht vergessen. Das ist ein Gerinnungsmittel. Wie bei der Käseherstellung. Kriegt man einen lahmen Arm bei. Wenn ich das richtig verstanden habe, dient das dazu, irgendwelche Bitterstoffe oder irgendwelche Giftstoffe in den Boden zu zerstören. Mich würde mal interessieren, ob das nicht auch mit ganz normalen anderen Bohnen geht. Ich habe doch jede Menge so kleiner schwarze Bohnen für die Suppe. Käme auch ein Versuch an, ob das damit nicht auch geht. Ich glaube, man kann ziemlich deutlich sehen, wie stark das schäumt. Also da muss man wirklich aufpassen. Ups, da war bald passiert. Oh, da muss man vorsichtig sein. Nach 10 Minuten ist das nicht mehr ganz so schlimm mit der Überschäumerei. Ich glaube, das ist rum. Jetzt muss der Feststoff abgefiltert werden. Und das ist relativ einfach. Zwei Stöcke, ein Sieb. Und einen Lappen. Und die Hoffnung, dass es nicht umfällt. Da tropft Sojamilch. Braucht jetzt noch ein bisschen, bis er da durch ist. Und dann geht es an den nächsten Schritt. Da wir ja nur die Hälfte des Wassers benutzt haben, kann man das nochmal nachspülen.
um mehr von der Sojamilch da rauszukriegen, damit wir letztendlich auf 3 Liter kommen. So, was dabei übrig bleibt, die Japaner scheinen dafür irgendwas zu benutzen, ich weiß es aber nicht mehr, aber es soll sehr gutes Hühnerfutter sein, das werde ich probieren. Dann den Rest von der Sojamilch da rein. Dann bin ich ungefähr bei diesen 3 Litern, die ich haben wollte. Ich habe ja in meinem Leben noch nie Sojamilch probiert. Ich werde das mal machen. Tja, ich weiß nicht. Mein Geschmack ist das nicht. Jedenfalls muss das jetzt erhitzt werden. Die einen sagen bis kurz unter Siedepunkt. Die anderen sagen bis 70 Grad. Ich habe keinen Thermometer. Ich mache dann einfach nach Gutdünken. Und dann kommt da die Nigari-Lösung rein. Dann flockt das aus. Und dann wird es ausgepresst. Und während das so vor sich hin erhitzt, kurz meine selbstgebaute Käsepresse oder Tofu-Presse, einfach in so einen Plastiktopf, Löcher reingebohrt unten, dann ein Stück Holz zurechtgeschnitten, was da genau reinpasst, zack, und Stein oben drauf. Mehr braucht man nicht. 80 Grad ist, wenn man sich die Finger verbrennt, was? Ja, tut man. Das Verwirrende im Internet ist ja, dass es für alles unendlich viele Möglichkeiten gibt. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Das Nigari in einem rein, die anderen sagen in 3 Portionen, die einen sagen danach nochmal aufkochen, die anderen nicht. Ich tue das jetzt einfach so da rein, langsam reinrühren und dann sehen wir, was passiert. Also man sieht ganz klar, wie das ausflockt. Ja. So. Damit sind wir dem Tofu schon ein ganzes Stück näher gerückt. Das lassen wir jetzt stehen. 10 Minuten und dann wird es ausgepresst. Wieder abfiltern den Feststoff. Ob man die Soße jetzt nach unten benutzen kann, da weiß ich nicht drüber. Das kannst du jetzt so gut abtropfen lassen wie geht. Und da drin haben wir die rohe Tofu-Masse. Und die schaufeln wir jetzt in die Form. Schön rein. Zumachen. Ja. Holz drauf. Nochmal drücken. So, mehr geht nicht raus. Den Stein drauflegen. Stehen lassen. Da gibt es auch wieder unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen über Nacht, die anderen sagen nur 15 Minuten. Wir sehen uns ja gleich mal an. Und ich mache jetzt erstmal diesen ganzen Tohuwabohu hier sauber. Abgekühlt ist er. Und jetzt der große Moment. Was haben wir da erzeugt? Wir machen das mal auf. Tofu. Der wird noch abgekühlt. Kommt in kaltes Wasser. So weit, so gut. Und zum Schluss noch der Geschmackstest von der ganzen Arbeit. Der beste Tofu, den ich je gegessen habe. Jede Bohne habe ich davon in die Erde gesteckt. Ich habe da Wasser drauf gegeben, ich habe Unkraut gehackt, ich habe die geerntet. Allein die Ernte war schon so aufwendig. Die muss man alle rauspulen, diese Bohnen. Dann die ganze Arbeit hier in der Küche. Das ist definitiv der beste Tofu, den ich je gegessen habe. Ich habe ihn ja gestern schon probiert. Ich habe ihn gebraten mit ein bisschen Reis. War eine leckere Sache. Zum Anbau von Sojabohnen, unten in der Beschreibung vom Video, da ist ein Link drin zu meinem Blog. Da ist das Ganze nochmal mit der Beschreibung über den Anbau näher erläutert. Wer mehr wissen will, neulich im garten.de/blog, YouTube-Kanal Hase, auf dieser Seite ein paar Links zu Filmen von mir. Da der Button zum Abonnieren nicht vergessen, weil es gibt jede Menge interessante Sachen auf dem Kanal. Da ist so ein Like-Button drauf drücken. Ja, und wenn Sie es nachmachen wollen, viel Spaß dabei.